Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren sensationellen, schießfreudigen Folge von Outriders. Diesmal gehen wir an die Front. Bin mal gespannt, was wir hier so machen dürfen. Sollen tun. Sollen ja bei der Unterstützung mitwirken. Machen wir natürlich. Gar kein Thema. Das sieht einladend aus. Drängen die Rebellen ins Niemandsland zurück. Gibt es hier eine Ansprache? Wenn ihr da oben seid, müsst ihr euch halten. Bleibt nicht stehen. Wollt ihr überleben? Dann haltet eure Köpfe und eure Füße trocken. Eure Füße trocken, das ist ganz wichtig. Jetzt mal ohne Witz. Das Schlachtfeld betreten. Heute werden wir siegen. Ein großer neuer Champion kämpft mit uns. Zusammen werden wir sie zerficken. Was? Das habe ich nicht gehört. Jo, sieht nice aus. Bleibt dann erstmal in Deckung, lass sie vorpirschen. Tontauben schießen hier. Ah! Aua, 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 aua. Ich glaube, ich bin zu weit vorne. Habe ich ein Gefühl. Ja, auf in die Schlacht, die zweite. Diesmal pisch ich nicht so vor. Er hat doch seine Kniescheibe getroffen. Der muss doch humpeln. Jo, der hat nicht gezählt. Der auch nicht.
Oh, ouch. Friendly fire, friendly fire. Okay. Ist das schon mal ein Anfang? Okay. Nice. Das war nicht so nice. Alter. Das ist heftig hier. Entweder ist meine MP so schlecht. Oder ich bin schlechter geworden anscheinend in dem Spiel. Man weiß es noch nicht. So, jetzt Muni holen. So.
recht unübersichtlich auch hier. Alles klar. Da oben ist ein scheiß Scharfschütze. Uff. Aua, 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 aua. Mein Gott, ist doch gut. Sterb doch einfach. Mach mir den Phoenix aus der Asche. Dann wäre das schon wieder. Oh! Hi! Oh! Der ist heiß unterwegs. Der braucht ein bisschen Abkühlung. Ja. Also, der Unsichtbare ist es. Alter. Nicht schlecht. Der Specht. Drei Anläufe hat gegeben. Aber alle guten Dinge sind drei, ne? Erhöht die maximale Lebenspunkte. Erhöht den Widerstandsdurchschlag. Erhöht die Anomaliekraft. Reduziert die Verfall. Erhöht den Lebensentzug durch Waffen. Bam. Lebensentzug ist wichtig. Gerade wenn man so einer Schlacht ist. Na los, Bewegung! Ja, ja. Das war ein Kinderspiel. Natürlich. Hast du den Schrott immer noch, Coleman? Ey, wenigstens küsse ich dem Sergeant nicht den Hintern. Gib mal her, was Boah. Ist das überhaupt? Ist aus der alten Welt. Du verstehst das nicht. Du kannst ja nicht mal lesen. Tut mir leid, Oma. Hey, meine Oma war Generälin. Halt deine Kackfresse, ich kenne deine Oma gar nicht. Halt deine Hackfresse. Ja. Okay. Ja. Texturen ploppen nach, aber oh, die Hitze kommt. Malak. Endgegner. Ein Neuling, willst du vollenden, was Seth nicht gelang? Ich bekämpfe nicht dich. Oh, jetzt schon. Du kämpfst mit ihnen, also stirbst du auch mit ihnen. Nichts als Menschen.
Okay. Autsch. Oh. Alter. Wo ist er? Nimm das, Moloch. Easy. Ganz schön penetrant. Diese Welt wird untergehen. Und was bleibt dann übrig? Ohne uns? Okay. Moloch. Mein Guter. Das war's aber mit dir, oder? So behandelst du Leute, die dein Leben retten. Ich wusste, mein Orakel ist Gold wert. Sie hat exakt gewusst, wo du begraben warst. Bin raus. Dein Wort. Deal ist Deal. Du kannst gehen. Und deine scheiß Prophezeiungen sind nicht unser Problem. Der Angriff. Sag mir, dass er die Kopfschmerzen wert war. Gute Nachrichten. Es war natürlich ein Blutbad. Aber während du diese Abscheulichkeit beschäftigt hast, haben wir die Front erobert. Kann ich dich nicht zu bleiben überreden? Nope. Das Leben hier ist gut für die Veränderten. Der Ruhm der Schlacht, Frauen, Männer, man liegt dir hier zu Füßen. Danke. Ich muss woanders hin. Osten. Na, na? Der Steinbruch ist überrannt. Dahinter liegt das Ende der Welt. Was sollst du für Goodman denn so finden, sag schon? Du bringst uns durchs Minenfeld. Das war unser Deal. Marshall Bailey kennt den Weg. Sie wird dann den Konvoi führen. Was? Auf gar keinen Fall! Leite uns per Funk, zeichne eine Karte. Wir nehmen sie nicht mit. Wir? Hab nie gesagt, dass du mitkommst. Du wirst hier bei uns immer ein Zuhause haben. Ich glaub aber nicht, dass du das überleben wirst. Komisch, dass das Orakel das hat nicht sehen. Also kommen sehen, ne? Sehen kommen, genau. Jetzt verpiss dich. Ich will dich nicht auch noch babysitten. Ich kann auf mich aufpassen. Nicht da, wo wir hingehen. Hey, jetzt warte! Oh. Es ist vorbei, wenn's vorbei ist. Tina! Was war das? Hast du grad? Und darum weiß ich genau, dass ich mit dir gehen muss. Die Anomalie hat auch mich vermurkst. Aber ich habe nur Visionen. Schreckliche. Schon mein Leben lang. Bloß eine. Eine ist wunderschön. Dieser Planet. Nur fruchtbar und grün und weit in der Zukunft. Und es ist immer jemand da bei mir.
Ich kann nie das Gesicht sehen, aber die Stimme ist deine. Was auch immer du tun wirst, wird funktionieren. Denn ganz am Ende sind wir auf dieser Wiese zusammen. Nice. Hat zwar eine heftige Narbe, aber naja, gibt's Schlimmeres. Okay, liebe Leute. Das war's dann an dieser Stelle. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Support ist kein Mord, ihr wisst ja, wie es läuft. Und ja, lasst gerne eine Bewertung da. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.